Hochverehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst an die Kollegin Jahns wenden. Liebe Kollegin Jahns, Sie haben hier gerade gesagt, die doppelte Staatsbürgerschaft hätte nicht verhindert, dass Menschen in den Dschihad ziehen. Das stimmt. Mit Verlaub, die deutsche Staatsbürgerschaft hat auch nicht verhindert, dass Menschen in den Dschihad ziehen. Das ist eben keine Frage von Staatsbürgerschaft, sondern von Gesinnung. Aber wollen Sie denn jemanden, der von deutschen Eltern in Deutschland geboren wurde und aufgewachsen ist, der also sozusagen ein reiner Deutscher ist, der aber konvertiert zum Islam und der Meinung ist, in den Dschihad ziehen zu müssen. Was wollen Sie denn mit dem machen? Wollen Sie dem die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen? Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, dass hier viele etwas ablehnen, was sie nicht verstehen. Viele Menschen verstehen halt nicht, dass man bilingual und damit auch bikulturell aufwachsen kann und sich zu zwei Ländern loyal fühlen kann. Das verstehen viele nicht und deswegen lehnen sie das ab. Ich sage Ihnen das, wenn Sie mit kleinen Kindern reden, die aus bikulturellen oder binationalen Familien kommen oder auch aus einer ausländischen Familie und in Deutschland aufwachsen, dann merken Sie, dass diese Kinder überhaupt keine Schwierigkeiten damit haben, zu unterscheiden, was ist denn das eine und was ist das Merkmal des anderen. Meine kleinen Kinder wissen beispielsweise, dass es in Frankreich normal ist, von fremden Menschen geküsst zu werden und in Deutschland nicht normal. Das ist bikulturell. Aber wenn man, meine sehr verehrten Damen und Herren, sowohl wenn man in zwei Sprachen aufwächst und sich heimisch fühlt und in zwei Kulturen aufwächst und heimisch fühlt, ist das nicht auch die Grundvoraussetzung dafür oder das Normalste der Welt, dann zwei Nationalitäten zu haben, als Ausdruck eben dieser doppelten kulturellen Identität dieser Menschen? Ich glaube, das ist der Fall. Und was wollen Sie denn mit Menschen machen, die beispielsweise aus dem Iran kommen und deutsche Staatsbürger werden wollen? Der Iran entlässt niemanden aus seiner Staatsbürgerschaft. Wollen Sie also verhindern, Israel, wollen Sie verhindern, dass Menschen aus diesen Ländern die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen können, verehrte Kolleginnen und Kollegen? Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die in zwei Kulturen zu Hause sind und nachher auch zwei Nationalitäten haben, Menschen sind, die Brücken bauen können, die Verständnis sowohl für die eine Kultur als auch für die andere Kultur bei den anderen wecken können und dass das Menschen also sind, die Brücken bauen und keine Mauern. Und deswegen meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die doppelte Staatsbürgerschaft für uns ein Ausdruck von gesellschaftlichem Fortschritt und einen gesellschaftlichen Rückschritt wird es mit den Freien Demokraten an dieser Stelle nicht geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Oettjen. Frau Kollegin Jahns, Kurzintervention sind in der aktuellen